Ja, herzlich willkommen zurück nach diesem 4-0-Sieg gegen Bremen zu unserer Fußballmanager-Karriere mit Schalke. Motivationslehrer ist in der Stadt, das wollen wir nutzen. Richtig, richtig gut. Gerade echt gut drauf. Unfaire Gehälter, was ist denn unfair? Müller hat ein Gehalt von 400.000 und Aydin 1 Million. Henrik hat 2 Millionen. Norris 700.000, okay. Der Vorstand untersagt eine Erhöhung. Okay. Jetzt nichts gebracht, die Erhöhung. Naja. Dann ist das halt so. Ich wollte die Mannschaft so ein bisschen, die Spieler so ein bisschen belohnen, dass die. Wir haben auch noch die Möglichkeit, echt über den Pokal auch uns international zu qualifizieren. Wir haben jetzt echt in beiden Wettbewerben, sieht so nach Europa aus. Enric, bester Newcomer, mittlerweile eine Stärke von 77, richtig gut. Und auch Norris, der jetzt eine Stärke von 75 hat. Ist stark. So. Die Mannschaft ist richtig gut in Form gerade. Ja, den nehmen wir mit in die Jugend. Da kann man noch im Training, glaube ich. Mentaltrainer mal einladen als Experten. Heuberg wird schlechter, Loris wird schlechter.
Pfeiffer wird schlechter. Lichtschau hat echt einen Sprung gemacht. Ja, auch Bischof. Abt, Riesensprung. Kraus ist richtig gut geworden. Molin ist stark. Norris 100, wow. Norris ist echt besten bisher. Verbessert. Ja, macht sich richtig, der Norris. Noch ist Ovean vor ihm, aber wenn er so weitermacht, kann sich das da auch ganz schnell ändern. Gelb für Bidas. Jetzt kommt Wolfsburg erste Mal. Pfeiffer kann klären. Ah, Leute, nutzt mal die Chancen hier. Wind mit Kreuzbandriss. Oh, das tut natürlich weh. Dieser Ausfall. So, wir wechseln wie das aus. Gelb vorbelastet das. Ah, und schade, holt sich direkt auch die gelbe Karte ab. Natürlich. Ja, und Wolfsburg geht dann in Führung. Nach diesem Spielverlauf, dass sie da in Führung gehen, echt bitter. So, wir bringen mal Vahin, neuen Stürmer. Bisschen was zu bewegen. Bischof können wir bringen. So. Ist auch noch Abde verletzt. Wolfsburg kann da das 1:0 weiterhin halten. Wir haben auch nicht die Riesenangriffe, muss man auch dazu sagen. Ja, außer gelben Karten haben wir nicht viel gesammelt jetzt. Oh, spring auch zum ersten Mal aus der Top 7 raus. Seit sehr, sehr langer Zeit. Müssen wir jetzt irgendwie zurück in die Erfolgsspur kommen? So, jetzt geht's gegen HSV. Da sollten wir auch einen Sieg holen.
Mal so rein. Kommt Vollgasfußball und dann HSV bezwingen, um dann oben noch weiter anzuklopfen. Foulon da direkt mit der Verletzung. HSV reagieren. Schade. Henrik läuft allein auf Gazzaniga zu, aber der Held, unser ehemaliger Torwart. Weiter geht's, Durchgang 2. Weiterhin spielen wir aufs Tor von HSV, aber. Und da ist endlich der Treffer. Schade mit dem Tor nach Pass von Unahi. Da ist das 2 zu 0. Enric mit dem Treffer. Richtig gut. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Vorbei. Sieg eingefahren. Guter 2-0-Sieg. Und wir sind wieder Siebter. Das ist echt eng hier oben. Ich sag mal vom 4. bis zum 8. Platz. Die zwei natürlich richtig mit Abstand und Leverkusen spielt so in ihrer eigenen Welt. Oh, jetzt geht's gegen Union. Du, 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 du. Sind in der Liga auf einem Abstiegsplatz. Mal gespannt. Wer hat neue Erfahrungsstufe erreicht? Neues Trainingsziel. Vielleicht verlesen. So, weiter geht's. Eine Reserve verliert. Union im Pokal, dann gegen Leverkusen Liga. Wieder so eine schwierige englische Woche. So, wie machen wir das? Habt ihr mal eine Pause geben? So, gehen wir rein.
Nein. Union geht in Führung. Das ist ja die. Das darf nicht passieren in diesem wichtigen Pokalspiel. Ich habe uns schon im Halbfinale gesehen, aber das ist halt die Sache, ne? In der Liga sind die im Abstiegskampf, aber beim Pokal gehen die dann in Führung. Aber jetzt machen wir Druck. Und treffen. Smajic mit dem Treffer. Vorlage von Ovejan. Sehr, sehr umkämpfte Partie hier. Machen wir da aber weiter. Setzen nach. Können da nicht die Chancen ausnutzen. Nach einem schlechten Start, würde ich sagen, haben wir uns richtig gut in die Partie reingefuchst. Ist aber erstmal nichts los hier. Durchgang 2. So, wir wechseln offensiv. Ja, zwei Geheimwaffen rein. Und da ist der Treffer und richtig gutes Händchen bewiesen. Vahi mit dem Treffer. Sehr, sehr schön. Da drehen wir die Partie und sind Stand jetzt eine Runde weiter im Halbfinale des Pokals. Wir machen weiter Druck, greifen weiter an. So, ein paar Minuten sind es noch. Kriegen wir das über die Zeit? Smajic da mit Zeitspiel, richtig so. Und wir sind noch nicht, aber greifen weiter an. Und das ist die Entscheidung. Bella Kotschap mit dem 3 zu 1. Spiel ist vorbei. Wir sind im Halbfinale des DFB-Pokals und spielen gegen Leverkusen, Bayern oder Freiburg. Hoffentlich Heimspiel und hoffentlich Freiburg. Leverkusen würde ich zur Not auch noch nehmen. Oh, ne, gegen Bayern, aber bitte zu Hause. Ja, zu Hause gegen Bayern. Ja, wenn du Pokal holen willst oder ins Finale kommen willst, musst du auch irgendwann gegen Bayern gewinnen. Bedingungen. Trainingsplätze sollten wir verbessern. Da sind wir gerade dabei, machen wir mal Trainingszentrum. Starten wir rein. Leverkusen wird schwer. Dritter Platz in der Liga. Da sind die gerade auch weitergekommen. Und haben auch hier die ersten Angriffe. Glück kann der Loris da klären und Patrick Schick konnte nicht einschieben. Na, Schick jetzt mit dem Treffer. Ja, keine Chance gerade gegen Leverkusen. Die sind da echt. Nächstes Tor. Sind echt eine Klasse zu gut für uns. Jetzt kommen wir mal vom Tor.
Wahi, eine Riesenchance kann er nicht reinmachen. Und Tom Kraus muss ausgewechselt werden. Drei null. Vier null. Komm, wir wechseln alle aus. Kein Sinn. So. Ja, ganz schlechte Partie hier von uns. Loris noch der beste Mann und 5-0, ey. Wieder Tordifferenz kaputt. Wir haben auch wirklich hier und da mal richtige Schrottspiele dabei, die so richtig untergehen. Da merkt man auch noch, dass was uns fehlt, so zu einer Top-Mannschaft. Fünf null gehen wir baden. Eine Chance hatten wir durch Wahi. Da sind dementsprechend jetzt nur Achter. Differenz auch wieder kaputt. Muskelfaserriss, F-Trage. Geht's gegen Hertha, die sind auch oben mit dabei. Auch ein schweres Spiel. Erstmal hier so eine. Mach mal hier ein Freundschaftsspiel. Ein Turnier. So. Mal schnell. So, 5-0 der Sieg.
Gehen wir hier nochmal so die Spieler so ein bisschen in den Lauf zu kriegen. Heuberg erreicht neue Erfahrungsstufe, sehr gut. So, ich würde sagen, wir machen hier auch wieder Pause und sehen uns dann gegen Flensburg.